Hallo YouTube und willkommen zur neuen Ausgabe, pünktlich zum Montag, live aus dem Livestream von From Zero to Hero und das Ganze natürlich mit unserem lieben Milo. Hallo. Und nicht wundern, warum ich die Mütze auf habe, es ist logischerweise Samstag, 4. Advent, ne? Und deswegen dachte ich mir, ja gut, jetzt machen wir mal die schicke Mütze auf. Die leuchtet sogar, ne? Die leuchtet. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr damit haltet. Ich finde die schön. Ich habe da eine Zwischenfrage. Ja, lieber Milo. Wo wohnst du? Thüringen. Also Deutschland. Richtig. Okay. Warum? Weiß nicht, weil bei uns in Hessen, ich wohne ja auch in Deutschland, da ist der Advent eigentlich immer sonntags, nicht samstags. Weil wir gerade die Montagsfolge am Sonntag aufnehmen. Entschuldigung. Du hast gesagt, wir haben Samstag den 4. Advent. Ach, unglaublich. Echt, hab ich gesagt Samstag? Ah, seht ihr mal, Leute, ich bin noch ein bisschen drüber. Ach so, ja, liebste Marie, Start! 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 Unglaublich. Haben wir das schon wieder vergessen? Und die Zeit steht auch auf 0. Ich habe mal die Zeit auf 5 gemacht. Ja. So, bringen wir erstmal die LU-Maschinen. Ah, sie möchte es halt wirklich lesen, ne? Ja. Oh, gut. So, bringen wir mal die lieben LU-Maschinen wieder an Ort und Stelle. Wir sollen sie ja dorthin bringen, wo wir sie hergenommen haben. Aber auch nur, weil ich es gefragt habe nochmal. Genau, weil der liebe Milo gefragt hat. Das ist wirklich wunderbares Zusammenarbeiten mit dir. Wir tanken natürlich die Maschine vorher nochmal, ne? Das ist ganz klar. Und ja. So, wo haben wir hier die Tankstelle? Hier haben wir die Tankstelle. So. Gut, dass ich nicht so einen riesen Drescher habe, Alter, bei dem engen Weg hier unten. So, geht das Ding jetzt hier? Oh, der hat aber auch einen kleinen Wendekreis. Obwohl er so ein Drum ist. Sag mal, es war doch tanken am Vogtländer, ganz dünnes Eis. Ich habe keine grauen Haare. Sag mal, hier war doch tanken, oder nicht? Keine Ahnung, ich tanke mal bei mir im Hof. Nee, aber kein Tanken. Okay, es war doch am Hof. Ach, verdammte Axt. Ja, dann fahren wir halt wieder zum Hof. Aber ich glaube, man kann auch am Händler tanken, oder? Nee. Ach, das hast du gerade probiert? Yep. Das war gerade mein Versuch. Aber ist ja nicht so schlimm. Jo. So. Aber mein lieber Milo, bist denn du heute auch gut und entspannt in den Sonntag gestartet? Ja. Sehr schön. Ja, ich bin wieder mal auf der Couch eingeschlafen. Wurde dann frühs ins Schlafzimmer beordert. Oha. Mit dem scharfen Ton oder normalen Ton? Nein, normal mit Guten Morgen Kind kuscheln Ton. Ach, das ist schön. Das ist schön. Und dann, ja, Frühstück gegessen, ganz entspannt. Bisschen Coaching, Videos fertig gemacht. Mhm. Geschenke eingepackt, angefangen. Hast du schon alle Geschenke? Nee. Das letzte kaufe ich bei Isa, wenn ich nach Thüringen fahre. Also meine sind am, also wenn alles klappt und sie Mittwoch da sind, dann sind sie Mittwoch alle komplett. Oh, ja, es ist halt sehr gut. Die derzeitige Lage, ne, da dauert es halt länger. Ja. So. Ich möchte auch nicht unbedingt, wir haben ja die Moon hier im Team, die ist ja bei der Post. Ja. Also ich möchte auch nicht unbedingt mit ihr da tauschen wollen. Also den Stress, glaube ich, zur Weihnachtszeit, den musst du nicht haben. Ich habe mir selbst noch ein Weihnachtsgeschenk gemacht. Ui. Aber ich hatte also Glück. Ich habe einen Schuh gewonnen bei einer Auslosung. Schuh. Ja, ich mach doch da mit dem Kumpel zusammen. Da gibt's so verschiedene Apps, wo du halt, wo Auslosungen sind von Schuhen und dann kannst du da teilnehmen und wirst, wenn du Glück hast, gezogen. Ach so, also nicht nur ein Schuh, sondern ein Schuhpaar quasi. Nee, nur ein, exakt. Ach, nur ein. Natürlich ein Paar. Ja, siehst du. Ja, weil das gerade zu klein. Deswegen, ich dachte mir, ich frag mal nach. Ja. und jedenfalls, der kostet halt 160 Euro, 169 Euro. Okay. Und gerade im Verkauf 380, glaube ich. Habe ich gleich ein bisschen Gewinn gemacht. Ja, das hast du, da hast du wirklich Gewinn gemacht. Das, ja, boah, Alter, die Waldfee. Ja. Ich will mir ja einen Stuhl kaufen, gell? Ah, ja, wollte ich gerade, ja, okay, erzähl mal. Ich traue mich aber nicht. Warum? Ja, weil er so teuer ist. Ich habe da bestimmt ein schlechtes Gewissen, sobald ich auf Kaufen klicke.
Weil es gibt den, das gibt den, hey, ich dachte, hier wäre eine Straße. Hier war auch mal eine Straße, bin ich mir sicher. Denkst du, die ist weggeploppt oder was? Ich glaube, die, ja, keine Ahnung, in irgendeiner Map-Version konnte man hier runterfahren zum LO. Die haben den Noble Chairs AMG Petronas wieder rausgebracht. Oh. Ein bisschen abgewandelt, nicht wie der erste. Beim ersten stand irgendwie Motorsports, also Petronas Motorsports. Und jetzt steht halt Petronas Formula One Edition, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Aber der ist ja so schon geil. Ja, na, und jetzt bin ich halt wieder hin und her überlegen. Aber der Stuhl kostet halt 480, glaube ich. Wow. Und das Fußteil, was ich mir dann halt auch holen würde, kostet nochmal 140. Oh, Junge. Ja. Also ich muss ja sagen, da läuft mir ja auch, also bei dem Stuhl läuft mir auch das Wasser im Mund zusammen, ne? Ja. Aber bei dem Preis, da ist ganz ehrlich, nee, bin ich raus. Ja, es ist halt teuer. Aber ich habe halt gerade den Schrottstuhl, den ich vorm Schrott gesichert habe, auf Arbeit. Und da ist halt wirklich alles andere als bequem. Also ich muss sagen, ich habe ja auch, also ich hader seit 3 Tagen mit mir. Ne? Also eigentlich bis morgen Vormittag habe ich noch Zeit, weil ansonsten kommt er nach Weihnachten. Und ich habe auch rumgeschaut und suche und mache und tue. Und weil ich kenne das mit dem schlechten Gewissen. Bei dem Preis, ne, wo ich mir dann sage, ach nee, dann doch lieber fürs Kind investiert. Ne? Ja. Und deswegen habe ich so rumgeschaut und also auch so von der Sitzqualität her, man muss ja sagen, ne, No-Name-Firmen sind ja nicht immer schlecht. Ja? Ja. Kann man ja durchaus auch Glück haben. Und ja, bin ich halt schon ein bisschen am Gucken und Tun und Machen. Aber ich weiß halt auch immer noch nicht so richtig, ob ich es wirklich machen soll oder nicht. Ja, es ist halt, ja. Man muss halt dann auch wieder sehen, ne, weil wir sitzen ja auch nicht nur 5 Minuten am Rechner. Ne? Ja. Und da ist es dann doch schön angenehmer, auch für einen selber, wenn man dann sagt, okay, man investiert vielleicht doch ein bisschen mehr. Ja. Aber ich weiß nicht. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall kann ich dir morgen Vormittag mehr sagen, ob ich mich gebaut habe oder nicht. Das ist halt auch das Problem, die Zeit, die wir halt sitzen. Ne? Guck mal, auch jetzt wieder von 7 bis 12, das sind auch 5 Stunden. Ja. Und das ist es halt. Ne? Deswegen. Halt immer so eine Sache. So, jetzt müssen wir aber mal kurz die Nadine, was hat sie denn geschrieben? Ja, er liest es trotzdem, auch wenn er nichts dazu sagt. Warte mal, sorry, YouTuberinus, aber ich muss mal ganz kurz nachlesen, was hat die Nadine geschrieben? Ich habe mir auch ein Weihnachtsgeschenk selbst gemacht, selbst ist die Frau. Ich bin mal ganz kurz gemutet. Ja. Ich habe es natürlich nicht übersehen oder so, Egon, vorhin, es war nur gerade die ganze Zeit unpassend. Vielen, vielen Dank für deine 5 geschenkten Subs. Danke dir, mein Lieber. Der Schmidi, Ben Klaas, Gero, Leggy Freak und der Tino haben da abgestaubt. Glückwunsch an euch und danke, Egon, an dich. Wie immer, haust ja immer dein Paketchen raus. Ich freue mich, dass du so zuverlässig da bist. Und auch immer wieder da. Also scheint dir wenigstens ein bisschen zu gefallen. Hier bist du ja wirklich immer wieder da. Es freut mich sehr. Danke dir. Ja, selbst ist die Frau. So. Nadine, was hast du dir selber geschenkt? Wie jung ist deine Tochter, Axel? Musst es nicht sagen. Meine Tochter ist 13. Sie ist 13. Wir haben nächstes Jahr Jugendweihe. Freue ich mich sehr drauf. Und ja. Ist halt klar, wie schon oft erklärt, ist halt wirklich so eine Zeit, so eine heranwachsende Zeit, wo die Kinder jetzt halt wirklich immer selbstständiger werden, also immer mehr. Und man sich daran gewöhnen muss, irgendwann ja die Kleinen ziehen zu lassen. Das ist halt so eine Sache, Manu, wo ich dir auch sage, genieß die Zeit. Welche jetzt? Wenn die Kinder, also die, bis 14, genieß die Zeit. Alles andere ist dann eher so, ja. Wobei ich sagen muss, ich war auch ziemlich schwierig, so mit 14 und so, gell? Ja. Aber ich sag mal so, ab, gut, mag vielleicht auch geschuldet sein, weil ich dann nicht mehr bei Mutter gewohnt habe oder sowieso nie, aber dann hatte ich halt meine eigene Wohnung.
hatte ich mit Mutter, also mit meiner Mutter dann auch wieder eine sehr schöne Zeit danach, so mit 18, 19. Okay. Also. Ja, es ist halt, ach Mann, wo ist denn jetzt hier eine Ausfahrt? Es ist halt schon sehr hart unterschiedlich von Situation zu Situation. Ja, das auf jeden Fall. Ja, man muss halt auch sagen, es ist halt das, was mir halt doch schon mehr zu schaffen macht, bin ich auch offen und ehrlich. Ja, sie wird halt jetzt flügge, ne? Immer mehr. Ja. Dieses Loslassen. Ja. Da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist halt, ja, man hat dann halt immer noch so in Gedanken oder im Sinn, ja, war halt so groß und so klein und hier und da und tralala, weißt du, das ist halt. Wobei man auch sagen muss, bei dir, du gehst natürlich auch den harten Weg, ne? Inwiefern? Dadurch, dass du nur ein Kind hast, gehst du halt den harten Weg. Weil stell dir mal vor, du hättest drei oder von mir aus nur zwei. Die sind ja zeitlich versetzt, wenn sie jetzt nicht unbedingt ein Jahr zusammen sind. Das heißt, du hast zum Beispiel jetzt, sie ist 14, ja? Genau. Und du hättest jetzt noch einen 10-jährigen Sohn. Dann würde deine 14-Jährige mit 17, 18 das Haus verlassen und du wärst natürlich traurig trotzdem. Aber du hättest ja deinen Sohn noch, weißt du? Ja gut, stimmt, ja. Das und das entschärft diese Situation ein bisschen. Und wenn dein Sohn dann irgendwann geht, dann bist du es halt schon gewohnt von deiner Tochter. Ja, stimmt, da ist es dann doch schon ein bisschen leichter. Man muss halt auch, ja. Klar, man muss halt auch sagen, beim Sohn stelle ich es mir einfacher vor. Ja, das kann schon sein, ja. Weißt du, also, weil wir wissen ja alle, ne, Tochter und Vater ist ja sowieso immer so ein spezielles Ding. Ja. Und, ja. Wie meine Kleine letztens sagte, oh, da musste ich ja herzhaft lachen. So, also, die sagte letztens zu mir, Papi, irgendwann bin ich auch außer Haus. Würde ich mir mal Gedanken machen. Ja. Weißt du, dieser Wink mit nicht mit nur einem Zaunsfall, nee, mit einem ganzen Zaunsfeld. Ein Zaun, kannst du Zaun nennen. Ja. Ah, da habe ich mir auch schon so gedacht. Okay. Ah. Ich muss halt sagen, warum arbeitet das LU hier nicht weiter? Dürfen wir weiterarbeiten? Alle LU-Geräte zum LU zurück, danke. Ja, es wurde da aber gesagt, wir sollen die Geräte dort stellen, wo wir sie weggenommen haben. Eigentlich schon, ja. Ja gut, warte. Wollen wir gemeinsam nachfragen heute mal? Ich habe alles schon weg. Ach, du hast alles schon weg. Na gut, warte, ich bin mal unten. Ja. Das ist Schrauber, vielen Dank für deine 500 Bits. was hast du geschrieben? Schönen vierten Advent. Dir auch, mein Lieber. Danke dir. Danke, danke, danke für euren Support. Und wir sind schon wieder 116 Leute. Wahnsinn mit euch, Wahnsinn. Freut mich, dass doch immer so viele wieder am Sonntag zu mir finden. Auch wenn ich der Rentner-Stream bin oder was weiß ich, was er da vorhin wieder gemeint hat. Also ich kann es mir vorstellen, dass Leute das sagen, also auch so denken, so, oh, bei dem ist so lame und nicht so aufregend. Ist ja auch so, ist ja gar nicht gelogen, ist ja auch absolut in Ordnung. Aber ich fühle jetzt dann nicht so in mir, dass ich sage, okay, da muss ich halt beim nächsten Mal Gas geben oder so, weil ich bin halt einfach so und ich mache das auch gerne und ich habe meinen Stream so lieber. Und ich finde auch gerade mit mir und Excel ist das ein schöner Kontrast. Das heißt, wer es richtig wild und Action und so braucht, der geht halt zum Excel. Und das sind ja einige und ist ja auch schön so. Und wer es halt ruhiger mag, der bleibt bei mir. Von daher haben wir doch da für jeden was geboten. Für jeden was dabei. Ja, mein Setup ist aber leider nicht aktuell, muss ich sagen, weil ich habe ja umgebaut, das muss ich noch machen jetzt. Wenn ich in Thüringen bin und Ruhe habe, sage ich mal, dann werde ich das mal angehen und nach das aktualisieren. Da werde ich das dann mal angehen. Er wollte das LU bestechen? Nein. Nee, besser? Ja, danke Jens erstmal für das Lob. Aber da geht es ja gar nicht um besser und nicht besser. Das sind einfach zwei verschiedene Arten zu streamen. Ne? Das halt Power geladene, was auch Tino macht. Ne?
oder Excel halt oder den entspannten halt. Ich meine, es wird sicher auch Spiele geben, wo ich dann ausraste oder so, aber bei LS, da lehne ich mich doch entspannt zurück. Was hast du denn wieder LU bestechen wollen? Sind die bestechlich? Nee, oder? Nein, um Gottes Willen. Ja. Das ist doch das LU nicht. Ja, weiß ich nicht. Also, was denkst du wolltest. Ja gut, hast du nicht. Du wolltest, okay. Genau. Ja. Hm. Ich wollte, aber ich habe nicht. Das gebe ich öfter zu. So, dann machen wir hier erstmal Rabatz, meine Lieben, denn wir müssen die Zeit nutzen, wenn das LU dann hier... Herr Schrauber. 5.000 Euro wollt ihr zahlen und dann? Für was? Damit das nicht wegbringen muss, oder was? Ich weiß nicht, wovon du redest. Was? Ich rede auch nicht mit dir, alles gut. Ich weiß, ich hab das schon mitbekommen. Ja. Du hast am 24. auch komplett keine Zeit, oder? Am 24.? Ja. Nein. Oh, okay, gut, dann bin ich nicht der einzige Noob. Weil am 24. ist, also der, den Tag nehme ich mir dann wirklich für Kind und Familie. Ja, das ist halt bei uns auch so. Wir machen dann halt Spiele, so Kartenspiele, Brettspiele und so ein Kram. Und das ist auch echt immer ganz schön. Außerdem, 24. endet bei mir wieder so, dass ich zu tun habe mit meiner Bewegung nach dem Essen. Ja. Kommst dann ins Stream. Dann rollt dich deine Tochter rein. Setz mich auf den Stuhl, so Papa, jetzt kannst du. Oh, herrlich. Ja, Mücke, das macht's doch interessant mit den ganzen Petzen. Das ist doch bei Excel nichts anderes. Genau. Das ist doch auch schön. Guck mal, Chris Cross und wer war das? Chris Cross und Horgen, glaube ich. Die sind auch schon verbrüderte Feinde. Genau, das ist ja auch wirklich so schön. Ja. Das muss man. Sachen. Am Anfang war es manchmal ein bisschen salty, ja. Ja, aber es hat sich dann doch schon in die richtige Richtung entwickelt und allem drum und dran. Und ja. Das ist ja auch für die Zuschauer ist ja auch was Schönes. Ja. Gut, ich bin nochmal LU. Jo. Keine Sorge, diesmal nicht 28 Minuten. Oh, sehr schön. Nein, das Mücke, ich verstehe deinen Gedanken auf jeden Fall, aber das ist ja eigentlich ein Running Gag und das, ich glaube, da haben auch alle dran Spaß und Excel weiß ja auch, der weiß es ja auch, alles was er sagt, dass es direkt durchgereicht wird und genauso ist es bei mir ja auch, sobald ich was sage, das landet ja sofort bei Excel auf dem Tisch. Von daher ist das so insgesamt, ich finde es jetzt nicht lästig. Aber ich kann es verstehen, wenn man sagt, okay, ich finde das irgendwie kindisch oder so, man kann nichts geheim machen oder was. Aber es ist auch ein bisschen herausfordernd für uns. Blöd für die Zuschauer, weil ich viele Sachen nicht sage, die ich aber schon geplant habe, weil ich weiß, wenn ich was machen möchte, was ich nicht will, dass es beim Excel landet, dann sage ich es halt nicht. Dann wissen es zwar meine Zuschauer auch nicht, aber ja, von daher, ich finde das insgesamt als Spaß. Ich finde das witzig irgendwie, dass es so läuft. So, den stelle ich jetzt erstmal kurz hier ab. Oh, wir müssen unbedingt tanken auch mal mit der Bude. Dann knallen wir das hier noch rein, weil hier müsste noch was drin sein. Glaube ich, ja. Ah ne, hä? Ach so. Fahren wir trotzdem weg. Ich habe jetzt nichts mehr zum Ernten. Es würde jetzt sich nicht lohnen, da noch zu warten. Wir gehen Friedenslicht austragen. Okay, habe ich noch nicht gehört. Die Tradition. So, da ist er wieder. Ja, alles gut, Mückel. Alles gut. Oh. Okay, laden wir den mal noch ab. Alles klar, Hasenopfer, bis denn. So, guti, dann bringen wir das unten, das ist ja unser, das passt, das können wir machen. Habe ich schon gewusst, was du mit 20 meinst. Ich bin mal 20 Stunden AFK. Ciao. Ja. Ja, Sarah, habe ich gelesen, bin ich schön auf dem Weg. Das mache schon Yalla und Habibi.
Ja, also ich habe den Sender heute auch sehr effektiv genutzt. Ich habe mal bis um 10 ausgeschlafen. Ja gut, das ist bei mir halt Geschichte. Für eine lange Zeit jetzt wahrscheinlich. Deswegen genieße ich das so. Sei denn, die Frauen sind mal allein in Thüringen oder so. Dann, ja, dann nutzt man das natürlich, ne? Aber dann gehe ich halt auch entsprechend spät ins Bett. Ja gut, das ist dann auch die andere Seite. Ja. Wobei ich mal gucken will, ich habe es mir schon so oft vorgenommen und es wird wahrscheinlich wieder nicht klappen. Aber ich will neues Jahr, weißt ja, Vorsätze und so. Ja. Mhm. Ich will mal, es klappt nie. Also es geht mal eine Woche gut, vielleicht wenn es krass ist, mal 2 oder 3, aber dann ist eh wieder altes Muster. Aber ja, ja, ich will mal gucken, dass ich, weil Schlafen ist halt auch wichtig für den Körper. Ja, das stimmt. Und du setzt halt auch an, wenn du zu wenig schläfst. Das stimmt. Und ich will ja eher mal wieder in die andere Richtung. Ich habe jetzt, ich fand die Phase ganz interessant, jetzt mal so ein paar Jahre zuzunehmen. Aber ich weiß nicht, so langsam zieht es mich wieder in die Abnehmphase. Ich hau mich weg. Ja, mir hat keiner gesagt, wie lange diese Massephase dauert. Ja, also ich war da einfach fehlinformiert. Und dann sagte einer zu mir, wie lange bist du denn schon? Ich sag so, naja, so 5 Jahre. Und dann, oh, das ist aber lang. Ist und, wirklich. Ja, ne. Ja, was ja, soll gut. Ich sagen? Aber man muss ja nur nicht sagen, du bist ja nur nicht komplett aus dem Leim gegangen. Ja, das nicht, aber ich habe schon echt zugelegt, bestimmt 30 Kilo oder so. Ach, nee, Quatsch. Ja, ja. Obwohl, nee, 20. Sagen wir mal 20, weil 80 war so lange, lange Zeit mein Hauptgewicht und jetzt wog ich halt 100. Guck mal ihn an, das ist schon, ja. Und, ich merke es halt auch an der Fitness und dann hört es halt auf. Ne? Ja. Wenn ich merke, ach du Scheiße, jetzt bin ich hier mal, keine Ahnung, wie viel Meter gerannt und puste hier, ja, was ich halt einfach nicht gewöhnt bin, dann denke ich mir halt, jo, Digga, also ich will halt ohne hier wie ein Maikäfer zu krachzen mit meinem Kind spielen irgendwann sowas. Ja, ne, das stimmt, das verstehe ich vollkommen. Das verstehe ich vollkommen. Aber mein lieber Manu, ist es soweit oder was? Wir haben schon wieder 2 Minuten drüber. Es ist unglaublich, wie die Zeit immer verrinnt. Krass. Und ja, so würde ich sagen. Na, dann hau mal einen raus. Meine Lieben, es war uns wieder ein Fest für die erste Folge. Und es werden noch viele, viele Folgen folgen diese Woche. Ein schönes Wortspiel. Und deswegen, wenn es euch gefallen hat, meine Lieben, dann lasst gerne das Däumchen da. Der liebe Manu ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei und schreibt mir natürlich in die Kommentare, was er so treibt. Ne? Und in diesem Sinne sagen wir erstmal Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.